Um Gottes Willen, tut mir leid. Ich dachte, du wärst ein... Ich wäre ein Zombie? Ja, natürlich ein Zombie. Oh mein Gott, nein, ich esse noch nicht mal Fleisch. Ich bin Vegetarier. Vegan eigentlich sogar. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom Kinocast. Ich begrüße die Kate nach langer Zeit mal wieder in der Sendung. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Auch besser, danke. Corona überstanden. Gesundheitlich geht's mir besser. 2,5 ja, Leute angesteckt. Alles gut. Mindestens. Ja. Und Chris, wie geht's dir so? Einen wunderschönen guten Tag. Mir geht's soweit ganz gut. Ja. Also, wie geht's dir, lieber Erik? Trotz ohne Fußball und ohne Eishockey und ohne alles da. Ja, also ohne Fußball kann ich. Ohne Eishockey ist schon ein bisschen fies, aber ja. Warum können die wie eigentlich da dir? Nicht auf dem Eis spielen eigentlich? Achso, ja, mir geht's soweit gut, ja. Ich meine, das Homeoffice zermürbt ein bisschen. Ich bin da eher so ein bisschen derjenige, der auch ein bisschen soziale Kontakte mag auf Arbeit und so. Sich mal mit Kollegen unterhalten und so, mal ein bisschen was erfahren, was so im Haus abgeht. Wir sind ja ein relativ großes Haus und da gibt's halt teilweise viele Abteilungen, wo ich gar nicht weiß, was die eigentlich tun und so. Und das ist immer ganz nett, wenn man da mal jemanden trifft und erfährt dann so, ach, das macht ihr, okay, das wusste ich gar nicht. Dass was wir war, das auch wenn du zurückkommst, gibt's die Abteilungen auch nicht mehr. Doch, die gibt's schon noch. Aber sind halt jetzt alle zu Hause. Wir haben ja hier so ein Online-Konferenz-Tool und da ist so eine Art, wie so ein ICQ oder für die jüngere Generation, so ein Skype ist damit implementiert. Da sieht man dann auch, wenn jemand online ist, nennt sich Jabber, ist von Cisco. Und Jabber. Jabber heißt das, ja. Ihr benutzt also nicht Microsoft Teams? Nee, nicht Microsoft Teams. Cisco Jabber und Cisco WebEx. Jabber. Ja, jedenfalls sieht man dann, wenn die online sind, da kann man sich dann mal so ein bisschen unterhalten und gucken, was die so machen. Und ja, ich habe auch erfahren, also bei unseren Kollegen, wir haben ja eine Produktion auch in China. Die ist schon wieder angelaufen seit letzter Woche und denen geht es soweit gut. Die lassen halt jetzt nur diese üblichen Vorsichtsmaßnahmen noch greifen, also sprich, wenn die sich mieten, dann mit Mundschutz und dann auch ganz viel Hände waschen und wenn die sich treffen, ja, wenn die sich zu einem Meeting, treffen, ich hab bloß vorhin gerade die Mail auf Englisch gelesen, wenn die sich zu einem Meeting treffen, dann lassen die halt die Sicherheitsmaßnahmen walten und aber sonst sind die, glaube ich, toi 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 da in China über dem Berg. Jetzt schwappt es halt zu uns. Und schlimm wird es nur, wenn das dann mal irgendwelche Regionen erreicht, wo die Gesundheitsversorgung nicht ganz so wahnsinnig gut ist. Ich denke da nur so an Afrika oder so, was auch nicht in allzu ferner Richtung liegt hier. Ne? Naja, aber Corona ist natürlich das beherrschende Thema gerade überall, aber wir wollen ja eher mal über Filme reden, damit wir den geschätzten Hörern auch mal ein bisschen was anderes vermitteln und wir haben noch so ein paar zusätzliche News und so und wir haben ein paar Filme gesehen, wir haben ja ein paar Sachen als Screener bekommen, also die Filmverleiher, das funktioniert immer noch, die schicken uns dann so Screener zu, wenn wir schon nicht ins Kino gehen können und wir haben alle drei einen Film geschaut, der vor nicht allzu langer Zeit im Kino lief, Zombieland 2. Wer von euch möchte den denn vorstellen? Das darf wahrscheinlich ich machen. Völlig überraschend. Ja, Zombieland 2, den Film, auf den ich mich megamäßig gefreut habe, als ich davon gehört hatte, dass er kommt und dann tatsächlich nicht fertig gebracht habe, auch nur annähernd irgendwie ins Kino zu gehen in der Zeit, was mich sehr geärgert hat. Aber natürlich jetzt rechtzeitig zum großen Lockdown war er dann tatsächlich verfügbar und gleich zugeschlagen. Tja, was soll man über Zombieland groß sagen? Wer nicht weiß, worum es geht. Im ersten Teil treffen sich vier Charaktere, unter anderem Jesse Eisenberg als Columbus, weil sie heißen alle da, wo sie herkommen. Woody Harrelson als Tallahassee, dann eine sehr junge Emma Stone als Wichita und eine noch viel jüngere Abigail Breslin als Little Rock. Die treffen sich da im ersten Teil und überleben zusammen die Apokalypse und erledigen da auch einen Prominenten. Wen verrate ich jetzt mal nicht. Aber im ersten Teil. Im ersten Teil, ja. Und jetzt im zweiten Teil ist es quasi, wie geht's weiter mit denen? Also sie fahren gesammelt zu viert nach Washington, besetzen das Weiße Haus und ja, wie es halt so ist, die Beziehungen zwischen den Leuten haben sich weiterentwickelt. Also Tallahassee ist eher sowas wie der Papa für Little Rock geworden und
Columbus und Wichita haben so eine kleine Liebesbeziehung am Laufen, die natürlich auch ernster werden soll, weil Columbus möchte Wichita heiraten und macht ihr dann einen wunderschönen Antrag. Und ja, Ergebnis ist, dass Wichita, also Emma Stone, abhaut, weil sie da irgendwie doch keinen so Bock drauf hat. Also sie haut mit ihrer kleinen Schwester, mit Little Rock, ab. Und dann sind erstmal die Jungs auf sich alleine gestellt und die Mädels sind auf sich alleine gestellt. Nur die Mädels kommen in Form von Wichita relativ schnell zurück, um nochmal Waffen und alles zu holen, weil Little Rock ist abgehauen. Sie hat nämlich Berkeley getroffen. Ja. Und Berkeley, und mit dem reist sie dann umher, weil sie wollen zusammen zu so einer Basis durchbrechen, wo sich ganz arg viele friedvoll versammelt haben. Und ja, da, und sie steht halt total auf ihn, weil Little Rock natürlich so ein bisschen im Schatten von Wichita lebt und deswegen auch dieses, ich will auch mal wissen, wie das ist, verliebt zu sein und bliblablub. Also so ein bisschen Teenie-Gehabe. Wichita schaut dann ein wenig irritiert und mit offenem Mund, als Columbus seine neue Freundin präsentiert, nämlich Madison, gespielt von Zoe Deutsch. Und das Madison ist so ein Charakter, wie die überhaupt nur 10 Minuten in der Zombie-Apokalypse überlebt hat, kann ich bis jetzt noch nicht nachvollziehen. Sie hat sich versteckt in einer Tiefkühltruhe, aber einfach herrlich. Die ist quietschebunt, die ist völlig Panne, das ist so ein richtiges It-Girl, aber so vollkommen drüber einfach. Und ja, es ist, wie es ist. Wichita, Columbus und Tallahassee schließen sich dann doch nochmal zusammen, um eben Little Rock zu retten und zu befreien und zu gucken, wo ist die wirklich hin. Sie nehmen halt Madison, nehmen sie halt mit, und treffen unterwegs dann auf ihrer Reise durch Zombieland noch auf andere Charaktere, zum Beispiel Rosario Dawson als Nevada, die mit zwei Typen da mehr oder weniger rumhängt. Einmal Albuquerque, gespielt von Luke Wilson, und einmal Flagstaff von Thomas Middleditch. Von Silicon Valley. Ja, Silicon. Und einfach das ganze Ding ist schon, also das ist so herrlich, weil Albuquerque und Flagstaff sind quasi die Kopien von Tallahassee und Columbus und dementsprechend reiben die sich aneinander auch auf oder, wie in dem Fall von Columbus und Flagstaff, sie ergänzen sich mit ihren Regeln. Weil man kennt ja noch aus dem ersten Teil, Columbus hat Regeln aufgestellt zum Überleben, wie zum Beispiel Cardio oder halt, so wie auch der Film heißt, doppelt hält besser, im Original Double Tap. Und ja, es geht dann um die Befreiung von Little Rock, wie sie dann dorthin kommen, was dann noch alles passiert und was es mit dem Kill des Monats, Kill des Jahres auf sich hat, das lassen wir mal alles mal so stehen. Es ist auf jeden Fall ein relativ lustiger, wilder Ritt durch die Zombie-Apokalypse mit Seitenhieben gegen Serien mit Zombies, gegen andere Filme, gegen was weiß ich was alles. Richtig, richtig witzig gemacht einfach. Also ich da eine Szene einfach nur stellvertretend, wie Columbus ganz am Anfang auf dem Bett liegt mit dem Comic von The Walking Dead und das zur Seite wirft und sagt, völlig unrealistisch. Fand ich einfach großartig. Und ja, ich fand's für eine Fortsetzung, für den ersten Teil, den ich sehr, sehr abgefeiert habe, fand ich den zweiten Teil wirklich eine würdige Fortsetzung, weil er, wie gesagt, er hat von seinem Humor nichts verloren. Es sind ganz arg viele Anspielungen einfach auch drin auf andere Zombie-Filme oder auch auf die Bezeichnungen der Zombies. Oh, ein Homer, sag ich da nur. und ja, es ist eine schöne Weitererzählung, wie ich finde, die durchaus noch Potenzial für einen dritten Teil gibt, dass es dort vielleicht doch noch eine Trilogie geben könnte. Und da würde ich mich auch drüber freuen. Ich weiß nicht, wie es Kate damit ging, aber ich glaube ähnlich. Ha, ich habe einen neuen Lieblingscharakter. Madison. Ach, die hat so genervt. Ja, natürlich. Aber ich fand das unmöglich. Aber das heißt ja, guck mal, du sagst, ja, die hat so genervt. Und das ist genau das, wenn ein Charakter das schafft, ja, dich so zu nerven. Es war zu viel.
Also, das war genau völlig richtig. Übertrieben und in jeder Situation irgendwas und ach nee. Das okay, Erik scheint nicht so begeistert zu sein. Nee. Nicht von dem Charakter. Ja. Und dann die Story war halt so alt hergebracht, weißt du, das ist wie das ist so Kinderfilm Story, weißt du, da bei Kinderfilm, Toy Story zum Beispiel irgendwas, weißt du, geht immer eine Person verloren und alle anderen müssen sich in Gefahr begeben, um diese Person zu finden, die vielleicht auch gar nicht unbedingt gefunden werden will oder so. Ja, aber genau das fand ich ja wieder das Witzige an der Sache. Weil so eine ganz banale Geschichte. Ja, aber weißt du, das ist ja wirklich schon von vornherein läuft es ja so ab. Der ganze Film läuft wirklich von vornherein schon so ab. Wie du sagst, so eine ganz banale Geschichte. Und völlig unrealistisch. Und deswegen, genau deswegen, finde ich, passt das noch viel besser da rein, weil es einfach auch sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Und zwar zu keiner Situation eigentlich. Also richtig, richtig gut. Und deswegen passt auch dieses ein bisschen arg banale Geschichte oder so, nichts Neues, ja, passt da rein, finde ich einfach, weil ergänzt sich zu einem Gesamtkunstwerk. Ja, ich fand trotzdem im Vergleich, dadurch, dass ich jetzt auch gerade kurz vorher mal den ersten Teil nochmal gesehen habe, der zweite, tja, der ist wirklich so ein bisschen krampfhaft herbeigezogen, so die Story irgendwie ein bisschen hinkonstruiert, dass sie da ein paar Sachen haben. Die Gags waren cool, keine Frage, aber es war bei Weitem nicht so rund wie der erste Teil. Also ich der mich erste da, war auch so mehr Überraschungserfolg. Und es ging halt, das, was ich eigentlich in solchen Endzeitfilmen und sowas, was ich dann mag, wenn man sagt, okay, es kommt irgendwie die Stimmung auf, dass man sagen kann, okay, ich kann hier alles tun, was ich will. Das kommt hier nur ganz am Anfang, wo sie das Weiße Haus beziehen. Später dann ist es nur noch so 0815, wir müssen die eine Person finden und da müssen wir irgendwie. Ja, weil sie dann mal eine Aufgabe haben. Ja, und das fand ich halt ein bisschen schade, so verschenkte Möglichkeiten. Was hätte man da alles nicht tun können? Ne? Also, das fand ich am Anfang so cool. Wo dann hier im Präsidentenstuhl, wo er da so sitzt, im Oval Office und so. Und, warum heißt das Oval Office? Das war mir dann einfach zu viel mit der Frau da, mit dem Zusatzcharakter und. Ja, wo die das dann finden mit Babylon und Waffen einschmelzen. Das war irgendwie auch irgendwann, der hat einfach den Punkt verpasst, wo so Witze totgeritten sind. Und ja, wie oft sind da nur mit Babylon hin und her und dann mit Waffen einschmelzen. Und die sind alle so friedlich und ha und Peace und sonst was alles. Das war dann an jedem Punkt irgendwann zu viel. Während der erste Teil, der war halt wirklich schön so, boah, wieder was Neues, geil und so. Und da haben sie einen coolen Einfall gehabt. Und da gab es hier diese Leckerlis, die er immer gerne hatte und so, diese da auf der Suche waren. Die Twinkies. Ja, die Twinkies, ne? Kam auch nie wieder vor, jetzt im zweiten Teil. Solche coolen Sachen. Ja, hatte er sein Twinkie, war doch alles in Ordnung. Hätten sie das doch war ja abgeschlossen. Aufgreifen können. Ach, naja. Was. Nee, aber dann einfach, dass da eine Person verloren geht, die sie finden müssen. Ach, come on. Ne? Das, also storymäßig war der ein bisschen enttäuschend, der zweite Teil auch. plus nervige Darstellerin. Soundtrack-mäßig haben sie da auch niemanden im Ofen hervorgezogen da bei dem Teil. Das war beim ersten auch wesentlich besser, der Soundtrack. Ja, also insgesamt hat er mich schon ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich mehr erwartet. Also gerade auch, weil damals, als der angekündigt wurde, Trailer und so weiter, da haben wir ja gefeiert, da wollte ich auch gerne ins Kino, haben wir nicht geschafft und da hatte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, gerade auch nach dem großartigen ersten. Also meine Erwartungen wurden erfüllt. Ja, das sehe ich schon an deinen Punkten hier. Deswegen, ich hatte es nur gewundert. Irgendwie musst du das völlig anders aufgenommen haben da. Ja, scheinbar schon. Vielleicht auch einfach der Gesamtsituation aktuell draußen geschuldet. Ah ja. Ich habe die ganze Zeit nur rumgekichert. Der hat mich total unterhalten, der Film. Ich fand ihn lustig. Ich fand ihn von der Story. Ja, es ist halt nicht die Mörder-Story. Aber auch The Walking Dead verzettelt sich in irgendwelchen Geschichten ständig. Und deswegen ist manchmal das Einfache, Simple manchmal einfach am besten. Das ist einfach so. Die erste Staffel The Walking Dead war noch am besten. Ganz einfach. Und manchmal ist es, wie gesagt, das Einfachste das Beste. Und das war jetzt in dem Fall, finde ich, so. Ich fand eine einfache Story mit die erste einem lustigen Staffel, Drumrum. Erste Staffel Walking Dead war nicht so besonders. Ich fand dann die zweite schon besser. Und aktuell bin ich dann nicht mehr auf dem neuesten Stand bei Walking Dead. Das gucke ich nicht mehr. Ich habe auch irgendwann aufgehört. Aber irgendwo, wo das losging mit Negan, wo das so richtig absolut blöd und fies und einfach so, das war mir dann zu viel. Also das
auch wirklich so auf so eine ganz fiese KZ-schlechterische Art, dann die Leute da so abzumetzeln und so, das wollte ich dann nicht mehr sehen. Ja, aber ja, ich mag halt in solchen Endzeit-Sachen diese Stimmung so, ey, ich kann jetzt alles tun, was ich will und so, und das kam halt hier einfach, kam hier nur am Anfang mal rüber, wo sind zwei Sachen, da, ja, cool, ey, das, und dann flacht das so stark ab, wo die sich dann auftrennen und die andere kommt dazu und ja, ich fand's auch cool, wo sie nach Graceland wollten und dachte ich, okay, das ist jetzt mal was, mal gucken, was sie sich da Cooles haben einfallen lassen und was war, wie eine Seifenblase zerplatzt, das ganze Thema. Wobei, da muss ich auch wieder so einen persönlichen Schwank erzählen, wir waren nämlich damals auch unterwegs nach Graceland bei meinem USA-Trip und Graceland haben wir dann doch gelassen, nachdem wir auch mitgekriegt haben, was da für Sachen und überhaupt und bliblablub. Und dann hieß es bei uns eine Zeit lang nur noch Failand. Und deswegen fand ich das jetzt ganz arg schön. Das hat mich wieder mehr abgeholt sogar. Ach, naja. So viele Zombies. Also am Schluss, das war, ja, will ich jetzt nicht verraten, da gab es ja viele Zombies. Zwischendurch gar nicht so viele eigentlich. War jetzt nicht so der... Ach ja, hat mich nicht ganz so mitgenommen. Ich dachte, der holt mich da ein bisschen mehr ab. Also bei mir. Schade. Bekommt der Film, was habe ich gegeben? 6 Punkte oder so, würde ich jetzt mal so gefühlt. Ja, ich habe 6 Punkte eingetragen. Ja. Also da war deutlich Luft nach oben. Ich würde mich aber freuen, wenn sie dann noch einen dritten Teil machen, der dann vielleicht wieder besser wird. Und bin gespannt. Wenn sie nicht, ja, gerade. Ich bin bei 9 Punkten. Ich drehe es einfach um. Ich drehe auf 9. Und Kate? Ich bin auch bei 9. Ja, also bin ja mal gespannt, was die Hörer dazu sagen. Können ja mal einen Kommentar abgeben, wie ihr den so fandet, den Zombieland 2 oder Double Tap, wie er so heißt. Und ja, dann hoffe ich einfach mal auf einen besseren dritten Teil. Da sind ja so ein paar Weichen gestellt für diesen, für eine Fortsetzung. Und vielleicht kommt dann, du musst ja dann so eine Party auch immer mal auffrischen, ne? Und da ist ja eine Person, die dann vielleicht mit dazukommt, die ganz cool sein könnte. Und mal sehen, wer da noch mit dazukommt. Ja, dann machen wir weiter Programm. Ich glaube, mit Spencer Confidential habe ich noch den aktuellsten Film, falls es das gibt, gesehen. Auf Netflix ist der relativ neu erschienen. Ein Film von Peter Berg, der ja zum Beispiel solche Sachen gemacht hat wie Three Kings, wo Mark Wahlberg schon mitgespielt hat und ist auch, glaube ich, bei Ballers Produzent, wo Mark Wahlberg spielt er da auch mit. Ich glaube ja, Mile 22 und so weiter. Und der hat einen Film rausgebracht, Spencer Confidential heißt der, ist bei Netflix erschienen mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Und Mark Wahlberg spielt hier einen Polizisten, der im Gefängnis sitzt am Anfang und er kommt dann raus aus dem Gefängnis und will eigentlich quasi so ein bisschen ermitteln, welche Verschwörung ihn damals irgendwie so zu Fall gebracht hat und ins Gefängnis gebracht hat, weil das war wohl alles nicht so ganz koscher, was da passiert ist, weshalb er ins Gefängnis gekommen ist. Und er stößt dann so tief in die Unterwelt Bostons vor mit seinen Ermittlungen und bekommt dann auch noch von, also sein Vater, gespielt von Alan Arkin, der hat mittlerweile einen Untermieter bei sich aufgenommen. Ich glaube, ist das Winston Duke, könnte sein, ja. Weil ich kannte den Schauspieler nicht weiter. Der steht aber hier als zweites in der Liste, nehme ich mal an, der wird das sein. Und das ist so ein richtig bäriger Typ. Und der hat aber irgendwie, hat er irgendwie so eine ganz eigene Art. Und dann ist es wie in so einer 80er-Jahre-Buddy-Film-Komödie. Die können sich natürlich am Anfang erstmal gar nicht leiden. Und dann hilft er ihm aber auch mit und er ist auf seine Hilfe angewiesen. Also Mark Wahlberg ist auf die Hilfe von dem anderen angewiesen. Und dann ermitteln die halt gemeinsam in diesem Fall. Und das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen sehr althergebracht. Hat auch sehr viele Anleihen von irgendwelchen 80er Jahren. Was weiß ich, ich räche mich an irgendjemand Film oder ich finde was raus und so. Aber das fand ich halt hier ziemlich sauber durchgezogen. Der macht auch unheimlich viel Spaß, ist viel Action drin und hat mir gut gefallen, kann ich nur so sagen. Also bei Netflix kann man den durchaus mal gucken. Ich habe dem 7 von 10 Punkten gegeben. Spencer Confidential, könnt ihr ja auch noch. Der wird mich auch interessieren noch, ich glaube, den gucke ich mir auch noch an. Ist gut Action drin, also
ist ja eh sein Thema von Mark Wahlberg, ist ja eh das Thema Boston, weil er da ja irgendwie herkommt. Und es sind auch schöne Drehorte ausgesucht. Wirkt auch sehr viel, als wäre sehr viel on location gedreht, also nicht mehr so irgendwie Studio mit Greenscreen und irgendwas im Hintergrund reingebaut, sondern dass die wirklich da sind. Da gibt es so Settings auf so eine Hundrennbahn und sowas. Und ja, echt gut gemacht. Der hat noch eine Ex-Freundin, die ihm immer mal auf die Nerven geht. Allerdings ist die mir nicht auf die Nerven gegangen, wie die bei Zombieland, sondern die geht einen hier auf eine ziemlich lustige Art auf die Nerven, beziehungsweise ihm auch, weil er ist aus dem Gefängnis rausgekommen, sie wollte ihn eigentlich abholen und ihm da irgendwie eine Freude machen und so, und er hat aber überhaupt keinen Bock auf die, weil die immer so oben drüber war, und er haut extra mit jemand anderes zusammen ab, um ihr nicht über den Weg zu laufen, und irgendwann laufen sie natürlich später mal über den Weg, und dann ja, passieren auch noch einige lustige Sachen. Also für einen Netflix-Film durchaus solide. Also ich glaube, der wäre sogar im Kino ganz gut gegangen. Also so ein Actionfilm mit Mark Wahlberg. Ja, kann man mal gucken. Und jetzt auf Netflix, geht 110 Minuten, also fast 2 Stunden. Die ermitteln sehr, sehr lange. Aber es ist zu keinem Zeitpunkt eigentlich irgendwie langweilig, sondern es macht echt Spaß, die zwei. So eine schöne Buddy-Movie-Komödie. Ich glaube so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube so für Mädchen ist vielleicht nicht ganz so was, so dieser Buddy-Humor, der dann draufkommt, aber kannst ja mal mitgucken, Kate, und dann nächste Woche berichten. Für Mädchen. Kate ist eine Frau, kein Mädchen. Ja, eine Frau. Nichts für Frauen. Unbedingt vielleicht. Obwohl, das habe ich bei dem einen Film, den ich heute bespreche, auch gedacht, dass er nichts für Männer ist, aber der war durchaus was. Also man sollte da vielleicht nicht so sehr in Kategorien denken. Die Kate hat sich ja auch ein paar Männerfilme angeguckt. Oh ja. Die sind eigentlich auch relativ schnell besprochen. Ich rieche schon Benzin hier. Die hatten wir beide nämlich schon mal in der Sneak, beziehungsweise im Podcast besprochen. Den ersten, den ich angeguckt habe, ist Rush. Alles für den Sieg mit hübschen deutschen Untertitel. Geht um die beiden Rennfahrer Niki Lauda, gespielt von Daniel Brühl, und James Hunt, gespielt von Chris Hemsworth, die sich damals 1976 oder so war es, glaube ich, und davor so ein Battle geliefert haben um den Besten im Rennsport. Und wir kennen das, oder wer ein bisschen sich auskennt mit man hat ihn nie gesehen. Niki Lauda hatte ja auch einen Unfall, und der wird auch in diesem Film thematisiert. Und es ist einfach ein cooler Film, gut gespielt, meiner Meinung nach, also gerade von Daniel Brühl, mit wie der Niki Lauda spielt, diesen distanzierten Typen, der so ein bisschen, auch ein bisschen arschig ist. Ist echt gut gemacht. Mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen. Und dann hatte ich nämlich direkt Bock auf einen anderen Sportfilm. Moment mal kurz. Den ich direkt danach dann noch geguckt habe. Hast du den im Original eigentlich geguckt? Oder? Nee, ich habe ihn in der deutschen Synchro geguckt. Also wenn es den irgendwo gibt mit Englisch, musst du mal gucken, weil die sprechen unheimlich viel Deutsch in dem Film. Ja. Also, ja. Und der Daniel Brühl, der ist auch wirklich sehr, sehr nah dran am Niki Lauda, finde ich. Also, ja, finde ich auch. Das ist der Hammer. Und da werden eigentlich die ganzen Szenen, wenn ich mich richtig erinnere, wird alles in Deutsch, was Daniel Brühl oder Niki Lauda, da ist eigentlich sehr, sehr, sehr viel in Deutsch, was da kommt. Deswegen, ich hatte ihn ja damals noch. Ja, den gibt es gerade auf Sky. Gibt's den gerade. Okay, da kannst du nochmal reinzappen, so ein paar coole Stellen oder so, die du in Erinnerung hast, und die dann nochmal gucken. Das ist echt, echt genial gemacht, fand ich. Ja. Also hat mir echt gut gefallen. Genau, und dann hatte ich schon Rennblut getestet, und dann musste ich mir unbedingt Hast du noch Blut geleckt, Le Mans 66, sozusagen. Ja, Blut geleckt quasi. Musste ich mir unbedingt noch Le Mans 66 Kerosin angucken. Geschnüffelt. Benzin. Den hattet ihr ja in der Sneak, den habe ich ja in der Sneak leider verpasst. Originaltitel Ford vs. Ferrari, und spielt in den 60er Jahren bis hin zu dem Le Mans-Rennen von 1966. Und es geht um so ein Battle zwischen Ford und Ferrari. Und die Hauptdarsteller sind Christian Bale als Ken Miles und Matt Damon als Carroll Shelby, die mit Ford Geschichte schreiben wollen. Und zwar sind die quasi so mit der Grund, warum Ford überhaupt in die Renngeschichte mit eingestiegen ist. Die haben sonst einfach nur normale Autos gemacht.
Und Carol Shelby kam dann halt auf die Idee, mit Ken Miles als Fahrer zusammen für Ford Rennwagen zu entwickeln. Und dass mal jemand anders gewinnt als Ferrari. Und dann ging es halt, darum geht es halt, wie die diesen Rennstall aufgebaut haben und wie die halt bei diesen 24-Stunden-Rennen versucht haben zu gewinnen. Und das ganze Hin und Her zwischen den beiden Rennstellen. Also ich fand es total geil. Ich fand den fast noch besser wie Rush. Bei Rush gebe ich 8 Punkte und Ford vs. Ferrari bzw. Le Mans 66 kriegt von mir 9 Punkte, weil der hat richtig Spaß gemacht. Also ich liebe Matt Damon. Das kann man leider nicht mehr verleugnen. Ich liebe Matt Damon und alles, was der irgendwie macht, ist cool. Und deswegen, ich fand die Rolle cool, die er gespielt hat. Ich fand den Film an sich cool. Also wer so ein bisschen auf Motorsport steht und der das vielleicht auch gerade vermisst, weil eigentlich sollte das ja jetzt auch starten und ist leider alles abgesagt worden, der soll doch einfach mal die beiden Filme anschauen. Und dann hat man wieder so ein bisschen Rennsportgefühl. Ja, also die sind auf jeden Fall beide sehr empfehlenswert da. Bei dem Le Mans 66, Chris, ich kann mich nicht mehr ganz genau. Den hatten wir in OV und der Sneak, oder? Ich kann mich. Den hatten wir, ich glaube, in der OV, ja. Ja, weil da ist natürlich auch diese Dialekte von den Leuten, also der Carroll Shelby hat da so richtig so einen texanischen Matt Damon, wie er das so spricht. Und ich fand auch die eine Szene, fand ich so genial, wo der Ford-Chef, dieser etwas fülligere, wo der zum ersten Mal wirklich in diesem Oh, in dem Rennauto Auto auch sitzt. drin sitzt und wo der sich dann, wo es dann wirklich so aus ihm rausbricht, wo er eigentlich so ein Geschäftsmann ist, der eher so, in der Ford steht er eher dafür, für diese Fließbandentwicklung, dass sie wirklich so eher auf Durchsatz gehen und gar nicht so auf Qualität oder gar nicht so auf, ja, nicht auf Qualität, sondern weniger auf Emotionen, sondern mehr auf Sachlichkeit. Und das hat ja auch seinen Vater schon geprägt. Und ja, wie er dann auf einmal dann merkt, was das für einen Spaß machen kann, auch so ein Fahrzeug zu fahren, eben nicht nur so ein Ford Model T oder so, was die da, oder später dann diese stinknormalen Fords, die sie dann so hatten, sondern wirklich mal was mit Power unter der Haube, was das für eine Laune machen kann. Ja, das. Tatsächlich, Fun Fact, was ich total lustig finde. Es gibt einen Darsteller in diesem Film, den habe ich direkt, der sitzt am Anfang mit an dem Tisch, das ist einer von diesen Anzugträgern. Und ich denke so, ach cool, das ist ja der Ezra aus Pretty Little Liars und aus ein paar anderen Serien, die ich schon gesehen habe. Und ich so, ach cool, spielt er da auch mit. Und ich habe dann so drauf geachtet und der ist halt da. Aber der hat nicht eine einzige Zeile in diesem ganzen Film gesagt. Der ist nur still. Also man sieht ihn 4, 5 Mal, wenn die Kamera auf ihn schwenkt und dann irgendwie Gesichtsreaktion. Aber der sagt nie was. Das fand ich witzig. Ja, waren einige bekannte Nebendarsteller mit drin. Also mich hat es ja gewundert, dass es da nicht mehr Nominierungen gegeben hat für den Film. Ja. Ich Ja. habe ja auch den, Einfach, ja. also die Le Mans 66 Blu-ray, die hat es ja von mir. Ich habe ja auch den, quasi den, ja, den Original, in Anführungszeichen, Original Le Mans-Film habe ich auch hier mit Steve McQueen auf Blu-ray. Ich weiß nicht, ob du da deine Serie fortsetzen willst, da kann ich dir die auch mal bereitstellen. Der ist natürlich etwas langsamer erzählt. Der ist, wann ist der? Wann ist der? Ich kann es gerade nicht erkennen. Hier steht nur, wann die Auflage ist hier, aber nicht, wann der Originalfilm. Auf jeden Fall haben sie nämlich damals die ganzen Stunts alle komplett selber gemacht, bei Krass. dem alten Film. Und bei dem neuen ja auch. Ne, da haben sie ja auch Wert drauf gelegt. Genau, der alte ist von 71, Le Mans. Und mit genau Steve McQueen und. Und da haben sie wirklich so damals hatten sie ja noch nicht so die kleinen Kameras wie heute, da haben sie wirklich die riesigen Kinokameras vorne auf die Rennautos montiert und dann lag noch ein Kameramann vorne mit auf dem Auto drauf Oh und musste die Gott. Kamera ja bedienen und die Schärfe ziehen und sowas, ne? Und dann sind die da mit, weiß nicht, über 100 Sachen da rumgefahren. Die haben es natürlich manche Szenen dann ein bisschen schneller laufen lassen, damit es eben wirklich nach Rennsport aussieht, aber trotzdem, selbst wenn du da irgendwie bei 80 Sachen vorne auf dem Auto drauf hängst, auf so einem Rennauto und musst deine Kamera bedienen, bist da mit irgendwelchen, wie so Gürtel waren, das haben sie die festgeschnallt, die Leute. Boah, das war der Wahnsinn.
Und allein deswegen, weil nämlich hier auf der Blu-ray sind noch die Special Features, Making-of, Drehort, Rennstrecke, das Making-of und so weiter mit drauf. Deswegen hatte ich mir die auch geholt gehabt, ne? Weil das ist so sehenswert aus filmischer Sicht, wie die sowas gemacht haben. Da kann natürlich ein, wie hieß der, Driven mit Sylvester Stallone und Till Schweiger, der auf dem Lausitzring auf einer halben Kurve da irgendwie gedreht worden ist, wo dann immer dieselbe Kurve immer nochmal kommt und nochmal, wo sie irgendwie versucht haben, da eine ganze Strecke kann er nicht mithalten und der Rest war alles CGI. Ja, also zwei Rennsportfilme. Kannst ja überlegen, ob du den anderen auch noch möchtest. Wir haben ja für nächste Woche eine Sneak Preview. Das haben wir ja gar nicht, ganz vergessen, das wollte ich eigentlich noch mit erwähnen. Und zwar, wir sind ja sonst immer in die Sneak gegangen, haben alle irgendwie einen Film geguckt und dadurch, dass es jetzt zurzeit nicht geht, habe ich mal einen Film, der mir auf Twitter empfohlen wurde. Ich habe gerade den Twitter-Handle vergessen, wer mir das empfohlen hatte. Aber den habe ich auf jeden Fall heute früh einfach mal ungeprüft in meiner Instagram-Kino-Empfehlung reingenommen. Nämlich auf Netflix gibt es einen neuen Film, der heißt Der Schacht oder im Englischen irgendwie Plattform. Und den wollen wir alle bis nächste Woche mal gemeinsam gucken. Also jeder für sich natürlich, hier Abstand halten und so. Und dann sprechen wir mal drüber. Und liebe Hörer, wenn ihr da vielleicht auch schon eure Gedanken drüber machen wollt, dann schaut den vielleicht auch mal. Gibt's kostenlos bei Netflix. Ich habe noch einen geguckt, wo ich vorhin sagte hier, wo ich eigentlich immer dachte, es ist eher so ein Film für die Frauenwelt vielleicht. Aber das war so ein Film, den hatte ich mir tatsächlich auch auf Blu-ray schon bestellt gehabt und weil ich dachte, vielleicht könnte der mir gefallen. Und zwar, den hat nämlich Mindy Kaling, zum Beispiel von The Mindy Project oder sowas hat die gemacht und eine ziemlich bekannte Comedy-Autorin, Darstellerin, die hat den Film geschrieben und in der Hauptrolle ist Emma Thompson. Und der Film heißt Late Night, deutscher Zusatztitel, geht nicht ohne in Deutschen, die Show ihres Lebens. Und in diesem Film geht es darum, dass Emma Thompson hat eine Late Night Show im US-Fernsehen schon seit zig Jahren, also quasi so wie Letterman irgendwie so, schon seit Ewigkeiten. Und die lief am Anfang natürlich sehr, sehr gut vor vielen, vielen Jahren und jetzt flacht so langsam die Quote so ein bisschen ab. Und sie hat sich auch ein bisschen verändert, also Emma Thompson als die Darstellerin oder als die wie nennt man das, als der Talkshow-Host. Sie hat sich halt auch ein bisschen verändert, weil natürlich durch die vielen Jahre ist dann auch so eine Betriebsblindheit eingetreten und sie dachte ja auch irgendwie lange Zeit, sie ist hier die totale Überfliegerin und sie hält den ganzen Laden am Laufen und das, was sie macht, ist richtig und keiner kann ihr so das Wasser reichen und da hat sich halt auch so ein bisschen was eingeschlichen, dass ihr Autorenteam, was sie hat, sich gar nicht mehr so traut, irgendwie neue Ideen zu bringen, weil die auch wirklich knallhart immer abgeschmettert werden und mit übelsten Kommentaren von der Emma Thompson bedacht werden. Und dadurch, dass es aber nicht mehr ganz so gut läuft mit der Quote und so und sie denkt immer noch, ja, der Sender wird mich schon nicht absetzen, ich laufe hier seit so vielen Jahren und die Quote ist ja soweit okay, ist jetzt nicht so, dass es keiner mehr gucken will. Aber eines Tages kommt halt die Senderchefin auf sie zu und sagt, hey, wir planen jetzt wirklich, dass du hier nach der Season deinen Abschied verkündest und dass dann jemand anders kommt, weil wir müssen hier mal auf dem Sendeplatz irgendwie was Neues machen, das bisschen auffrischen. Und da ist sie natürlich erstmal so ein bisschen wie, ey, das ist meine Show, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Und sie erkennt dann auch oder sie bekommt dann auch gesagt, so hey, in deinem Autorenteam, da ist ja auch überhaupt keine Diversifizierung, da sind ja nur Typen drin und alle ungefähr gleich, so von der Bildung her und vom Humor her, das kann ja auch nichts werden. Und so gibt sie ihrem, ich glaube Producer oder so, gibt sie den Auftrag, er soll mal eine Frau einstellen. Und das ist aber gar nicht so einfach im Comedy-Writer-Business und Mindy Kaling arbeitet in einer, ich weiß gar nicht, wie heißt sie in der Rolle eigentlich, muss ich kurz gucken, Molly Patel. Sie arbeitet in einer Chemiefabrik und hat in dieser Chemiefabrik, hat sie immer mal so ein, oder sie hat da so ein Mikrofon, da kann sie in die Fabrik rein, den Leuten irgendwas erzählen oder eigentlich Anweisungen geben oder wenn was ist, was Durchsagen machen, genau, das war der richtige Ausdruck. Und da macht sie auch immer mal so ein paar Witze, die ganz gut ankommen und da, sie haben dann so ein schwarzes Brett in der Firma, wo man irgendwas schreiben konnte und man durfte sich aussuchen, wen aus der Firma man denn gern mal treffen würde. Und alle, die sich eigentlich sonst so dort beworben haben, die wollten eigentlich immer den großen, großen Chef treffen, aber sie nicht, sondern sie wollte von einer Affiliate Company, wie heißt das, von der
Also wenn so ein Firmenkonzern mehrere Firmen hat, ne? Also von einer anderen Firma wollte sie jemand Bestimmtes treffen, weil der nämlich auch zum Teil mit bei dem Fernsehsender drin hängt. Und so bekommt sie dann tatsächlich auch dort ein Vorstellungsgespräch. Und in dem Moment ruft die Emma Thompson an bei dem Typ gerade und sagt, hey, hast du jetzt schon mal eine Frau eingestellt? Und er so, naja, nee, ich bin noch dran und so. Und hat gesagt, und dann sagt sie so, ja, mach, stell eine ein. Und er sagt zu ihr dann, ja, sie sind eingestellt. Und so rutscht sie halt da rein in dieses Autorenteam, muss sich erstmal gegen die anderen Leute so durchsetzen, die schon seit Ewigkeiten da drin sind. Und eckt auch sehr stark an mit ihren Einstellungen. Sie kommt halt irgendwie so aus der Arbeiterklasse und nicht aus dem intellektuellen Bereich und hat halt so ganz andere Art als die anderen. Und sie spricht halt auch immer aus, was sie denkt. Sie äußert auch Kritik, was natürlich auch, wenn jetzt jemand denkt, er wäre total perfekt, was natürlich dann häufig mal negativ ankommt. Und so frischt sie eigentlich das ganze Ding deutlich auf mit ihren Sachen, mit ihren Anmerkungen, mit ihren Witzen, wo dann die Leute doch merken, ey, das kommt ganz gut an. Der Film, ich will jetzt nicht zu viel verraten, das war jetzt ungefähr so, ich weiß nicht, die erste Viertelstunde oder so. Der Film ist unglaublich witzig. Er ist wahnsinnig gut geschrieben. Die Darsteller sind wirklich überragend. Also Mindy Kaling hat die Rolle auch direkt für Emma Thompson geschrieben. Und das merkt man dem Film auch an. Und ich finde es super, dass Emma Thompson das auch gespielt hat. Und sie nimmt sich da auch selber nicht ernst, so ein bisschen Emma Thompson in ihrer dievenhaften Rolle teilweise. Und es ist so lustig teilweise. Also es ist wirklich in jeder Situation ist irgendwo noch ein kleiner Gag versteckt. Das ist eben so diese Mindy Kaling, die das geschrieben hat. Da sind teilweise auch, ja, so, manchmal hat es auch so ein bisschen ernste Situationen, wo ausnahmsweise mal kein Gag kommt. Und das macht es dann wirklich wieder so, wo du denkst, oh, okay, das war jetzt wirklich mal, das war jetzt dann wirklich mal eine schwere Szene. Aber dann gibt es wieder Szenen, die eigentlich so ein bisschen, wo du denkst, ja, das ist jetzt ein bisschen ernster. Und dann kommt noch irgendwie so ein Gag hinterher, der das Ganze ein bisschen auflockert. Und der Film hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann es euch gar nicht, ich weiß nicht, ob ich es gut genug rübergebracht habe. Aber ich kann euch ja die Blu-ray gerne mal ausleihen, dann könnt ihr das auch mal sichten. Ist vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit, wo alles so sehr ernst ist und mit Todeszahlen und sonst was, Corona und zu Hause bleiben, kann man sich vielleicht auch mal so einen amüsanten Film anschauen. Und mir hat er wahnsinnig viel Spaß gemacht. Late Night, also von mir kriegt der 9 Punkte. Der hat mir echt gut gefallen. Mein Interesse hast du geweckt, auf jeden Fall. Ja, es sind auch sehr viele Cameo-Auftritte von diversen anderen berühmten Personen. Ist auch, was du vorhin bei Zombieland auch geschätzt hast, auch so ein bisschen hier und da was und so mit anderen, mit popkulturellen Referenzen, die erstaunlich aktuell sind, wo ich dachte, wow, cool. Und okay. Ja, also schaut das mal an. Ich gebe euch das mal und dann könnt ihr da mal reingucken. Late Night. Bin gespannt. Also hier bei Moviepilot, sage ich dazu, hat der Film 6,3 von 10 im Durchschnitt abgestimmt, also nicht ganz so euphorisch wie ich. Und meine Prognose für Late Night bei Moviepilot, gibt es da so eine Prognose anhand der Filme, die ich bereits bewertet habe, die liegt bei 5,2. Die werde ich jetzt erstmal nach oben korrigieren hier auf 9. So. Okay, und dann passt das hier. Jo, das war Late Night. Ich sehe gerade, ihr habt keine Filme weiter. Ich habe noch The Gentleman nachgeholt, den habt ihr ja schon gesehen in der Sneak Preview. Zumindest ich. Chris weiß ich, dass du ihn gesehen hast. Ich habe jetzt auch mal nachgeholt. Da mache ich es kurz, weil da haben wir ja schon in aller Gänze drüber geredet. Gangsterfilm von Guy Ritchie, der wieder gute Filme macht, seitdem er nicht mehr mit Madonna zusammen ist. Mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle, Charlie Hunnam, Hugh Grant, der irgendwie ein Skript verkaufen will von einem, ja, von einem Film irgendwie so. Und nähert sich dann an so einen Gangsterboss, der ihm da irgendwelches Geld dafür geben soll. Und er erzählt halt die Story, die er sich in Anführungszeichen ausgedacht hat. Und dann muss der andere aber erkennen, dass dann doch mehr dahinter steckt als nur ausgedachte Story. Und ja, dann wird das alles so in Rückblenden erzählt, die ganze Geschichte. Einfach ein großartiger Film. Auch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. The Gentleman kann ich sehr empfehlen. Ist nicht ganz so gut wie diverse andere Guy Ritchie-Filme, aber immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also 8 von 10 von mir. Dann sind wir durch mit den Filmen für diese Woche. Hey! Hast du irgendwelche Empfehlungen jetzt hier so auf Netflix oder so, was wir den geschätzten Hörern vielleicht empfehlen können?
Ansonsten würde ich mal darauf hinweisen, ich war in der neuesten Ausgabe von dem Podcast Rund um den Brustring zu Gast und da hatten wir auch, weil es ja über Fußball gerade nicht viel zu reden gibt, hatten wir das Thema, wie kann man sich da die Zeit vertreiben, und da wollten die von mir auch ein paar Filmtipps haben, was man so auf Netflix gucken kann, so Filme und Dokumentationen mit Fußball. Da könnt ihr gern mal dort reinhören bei rundumdenbrustring.de. Da habe ich, glaube ich, zum Beispiel empfohlen, bei Amazon Prime gibt es den Film mit Daniel Brühl, den wir auch mal in der Sneak Preview hatten, wo der Fußball nach Europa kommt. Weißt du, welchen? Oh ja, ich erinnere mich. Jetzt komme ich gerade nicht mehr nach. Ich habe ihn gerade empfohlen. ja, aber ich weiß, welchen du meinst. Das ist schon mal gut. Der ganz große Traum, jetzt komme ich drauf, ja. Der ganz große Traum hieß der Film, den habe ich zum Beispiel empfohlen. Das Wunder von Bern ist auch irgendwo drin, ich glaube in Netflix. Wer den noch nicht kennt, kann den mal gucken. Dann diverse Dokus habe ich empfohlen und ja, hört da mal rein. Ich will nicht alles spoilern. Hast du noch irgendwas, was du auf Netflix entdeckt hast? Oder? Ja, auf Netflix gibt es wohl ab heute oder seit heute I, Tonya. Oh, auch ein guter Film. Da war übrigens einer der Darsteller von diesen zwei Idioten, die da das gemacht haben, war bei Late Night auch mit dabei. Ah ja. Ja, also. Und es gibt dann noch, ist aber glaube ich eine Serie. Ja, ist eine Serie, die heißt Selfmade, das Leben von Madame C.J. Walker. Das würde mich auch noch interessieren, weil in der Hauptrolle spielt Octavia Spencer. Mhm. Ich sehe gerade hier auf der Seite Flixable, gibt es auch eine Serie über Fußball tatsächlich. Die hatte ich jetzt noch gar nicht empfohlen bei Dings hier. Die heißt The English Game. Gibt es eine erste Staffel. Zwei Fußballer aus dem 19. Jahrhundert verwandeln den Fußball und ganz England trotz ihrer Klassenunterschiede sowohl... Ach Gott, ey. Kann nicht mehr lesen. Zwei Fußballer aus dem 19. Jahrhundert verwandeln den Fußball und ganz England trotz ihrer Klassenunterschiede sowie privater und beruflicher Kontakte für immer. Jetzt habe ich es. Ja, Dramaserie. Ist aber ganz gut bewertet worden, sich. Sollte ich mir vielleicht mal notieren. Ja, ansonsten gucken wir mal, was wir noch so finden bis nächste Woche. Kinocharts und Neustarts fallen natürlich aus, aber wir haben ja vielleicht was Neues auf Blu-ray dann. Die kommen ja weiterhin raus. Kinocharts und Neustarts. So, hast du die richtige Seite schon offen? Ich muss mich hier noch ein bisschen durchklicken. Ja, die kommen raus, aber wo kann man die denn kaufen gerade aktuell? Ja, bei Amazon. Ja, stimmt, man kann sie bestellen. Ja, bei Amazon. Du kannst ja auch bei Amazon, wenn da sowas rausgekommen ist, kannst du es auch über den Stream bei denen gucken. Da ja, also ausleihen meistens. Das ist wohl wahr. Das heißt, das wäre dann ab dem 23. März neu auf Blu-ray. Richtig? Weil das ist dann ja, der morgige da Tag. Da bin ich auch. Der erste ist und dann Film haben dich, wir oder? Da zum Beispiel die Romanze, das romantische Drama Dem Horizont so nah. Mit dem Bad Boy. Jessica, 18, ist jung, liebt das Leben und hat Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft. Einfach so, sie ist ein Good Girl. Ja, genau. Eines Tages verliebt sie sich Hals über Kopf in Danny, 20. Er ist gut aussehend, charmant und selbstbewusst. Doch hinter der perfekten Fassade liegt ein dunkles Geheimnis. Danny ist ein Bad Boy. Jawohl. Jessica muss einsehen, dass es die gemeinsame Zukunft, von der sie geträumt hat, so nicht geben wird. Aber eins ist für sie klar. Sie glaubt an diese Liebe und an Danny und sie wird für ihn und diese Liebe kämpfen, denn es kommt nicht darauf an, wie lange man geliebt hat, sondern wie tief. Mhm. Übrigens, die Featurettes, die da enthalten sind, heißen: Wer ist Danny? Wer ist Jessica? Yannick wird Danny. Die große Liebe, die wahre Geschichte. Luna liest aus der Buchvorlage und das Buch zum Film. Und natürlich Making-of-Trailer. Und ein Wendecover, damit man dieses FSK-Logo... Oh, ja. So schön. Und Outtakes. Herrlich. Es kommt auch noch raus, die Eiskönigin 2. Into the Unknown! Ist das da auch wieder dabei, der Song? Ja, das ist der Song davon. Into the Unknown! Ich weiß nicht, also den zweiten habe ich nicht gesehen. Bei dem ersten wollte ja meine Tochter damals... Das war Let It Go! ...gerne ins Kino. Let It Go! Nee, lass mich los, lass mich los. Auf Deutsch.
Ja, den ersten habe ich, wollte es ja damals ins Kino, bei dem war so eher so verhaltene Reaktion. Deswegen, ich glaube, der war ein bisschen zu spät jetzt irgendwie, der zweite. Dass die damals den ersten gefeiert haben, die Mädchen und Jungs, die Kleinen, dass die dann jetzt irgendwie, aber der war ja ein Kinoerfolg. Also kann man jetzt ja, auf Blu-ray natürlich zu Hause nochmal gucken. Ja, dann haben wir noch einen Film für den Erik, Last Christmas. Ja, der. Ja, mit Emilia Clarke, den hatten wir auch in der Sendung. Mit der Dame, die sich in der Vorweihnachtszeit da, wo alles andere als rund läuft und die sich in diesen Kerl da verliebt, so war's, ne? Mother of Dragons. Ja, wegen mir auch die. Genau, die. Du Sohn einer Mutter. Die verliebt sich da in den Typen, der dann immer wieder mal verschwindet und nicht mehr da ist und sie ist dann ganz traurig, dass er jetzt weg ist und wo ist er hin und so. Ja, und er schenkt ihr halt Selbstvertrauen in ihrer schwierigen Zeit und so. Und ja. Hält sich eng an den George Michael Song, mal vorsichtig zu sagen. Official Secrets, den hatten wir in der Sneak Preview. Sehr, sehr guter Film. Habe ich noch positiv in Erinnerung. Doch. Guter Film. Mit Keira Knightley, die als Übersetzerin beim britischen Geheimdienst arbeitet, bekommt da ein Memo. Also wir reden jetzt hier nicht irgendwie von Zweiten Weltkrieg oder so, sondern das spielt quasi in der Zeit des Irakkriegs oder in der Vorbereitung des Irakkriegs, wenn ich mich da recht erinnere. Und da wird ja ein Memo zugespielt, wonach da ein bisschen geklüngelt wird zwischen dem US-Geheimdienst und dem MI6 oder wie die heißen da. Und sie entscheidet sich dann für ihre Bürgerpflicht, dass sie das öffentlich macht, diese Sache, die da passiert, die ihres Erachtens nicht passieren darf. Und weil das aber ja strictly confidential ist, die Unterlagen, bekommt sie gewaltigen Ärger. Und muss sich da einen Rechtsanwalt nehmen, um sich zu verteidigen, weil sie wird dann wegen Hochverrats und so weiter angeklagt. Mit Ralph Fiennes auch. Ich fand ihn gut. Du nicht? Ja. Ich guck nochmal zurück. Gut, ja, aber mach nicht sehr, sehr gut. Machen wir den nächsten Film. Ich guck mal, was du bewertet hast. Ja, der nächste Film, der jetzt hier drauf steht, die nächste Blu-ray ist eigentlich eine Dokumentation und ich finde, die passt eigentlich gerade ein bisschen in die Zeit, weil die heißt 2040, wir retten die Welt. Oh, passt ja. Aber hoffentlich nicht erst in 2040. Wie könnte unsere Zukunft im Jahr 2040 aussehen? Ja, vielleicht ist die Ausgangssperre dann rum. Wir werden es sehen. Nein, der nächste Film, der hier auf der Liste steht, ist Halloween Hunt. Hound. Nicht Hunt. Hound. Oder? Halloween Hound, wegen mir auch das. Von den Autoren von Quiet Place. Halloween 2019. Auf der Suche nach Nervenkitzel und dem besonderen Kick entdecken die Studentin Harper, Katie Stevens und ihre Freunde ein entlegenes Spukhaus, welches dem Besucher Schrecken und Terror verspricht. Mhm. Ich denke halt, solche Teile heißen doch Schulen, dachte ich immer. Aber ist egal. Die Aussicht auf ein Schock-Highlight lässt die Teenager alle Bedenken ignorieren und sie geben ihre Handys am Eingang ab. Während in den ersten Räumen die Horrorattacken und Ausstellungsstücke der neugierigen Gruppe nur ein müdes Lächeln entlocken können, wird aus dem vermeintlichen Spaß tödlicher Ernst, als in einer der Kammern ein junges Mädchen vermeintlich zu Tode gefoltert wird. Oder gehört das auch nur zum Schauspiel? Im Wissen, dass sie in eine Falle geraten sind, bleibt den Freunden nichts anderes übrig, als immer tiefer in das verschachtelte Anwesen einzudringen, um einen Ausweg zu suchen. Aus dieser Hölle zu entkommen, scheint allerdings unmöglich. Jeder Raum ist gespickt mit geheimen und tödlichen Fallen. Nicht alle werden diese Nacht überleben. Ach, das hätten sie ja nicht dazu schreiben brauchen. Das klingt für mich eine Mischung aus Cube und Escape Room und Saw. Ja, Bonusmaterial ist Making of the Sound of Hound und Behind the Scenes. Okay. Lieber Antoine als gar kein Ärger gibt es jetzt auch auf Blu-ray. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt, wo, wie war das, der kommt irgendwie aus dem Gefängnis raus, ne? Ne, der wacht aus auf dem Koma. Der wacht aus dem Koma auf. Oder? Wacht er nicht aus dem Koma? Ich lese mal vor, was hier steht. Ne, der kommt aus dem Gefängnis raus. An der französischen Riviera lebt die junge. Nein, das war der. Moment, das war der, den. Von der Frau, die da mitspielt, die Hauptrolle, ihr Mann hat der wurde verknackt für das Verbrechen, was ihr Mann gemacht hat, und ihr war doch der Superheld. Genau. Hast du jetzt gerade alles gespoilert? Hast du gerade alles gespoilert, oder? Das steht da in der Beschreibung okay. Sogar. Stimmt, also da gab es eine. War das eigentlich Audrey Tautou? Audrey Tautou war die Freundin von Antoine, genau. Jetzt hast du gespoilert, so. Das war doch klar.
So, und dann gab es die andere und deren ist verknackt worden. Also eine französische Komödie mit vielen Verwicklungen, glaube ich. Wenn ihr es euch mal anschauen wollt, war ganz nett. Ja, war ganz nett. Pferde stehlen. Die Schönheit Norwegens kann manchmal schmerzen. Dabei sucht Trond nur die Einsamkeit, als er das kleine Dorf im Wald zieht. Okay. Okay. Ja, ist ein was ist das? Ein Drama? Drama. Bestimmt. Ja, ein norwegisches Pferdestehl-Drama. Was auch noch rauskommt, ist eine Wiederauflage von Rollerball, von dem alten Film mit James Caan. Also wer den noch nicht kennt, kann den mal gucken. Wo halt die Leute irgendwie Rollerball miteinander spielen, was halt ziemlich blutig dann wird. Die quasi so wie Speedball damals auf dem Amiga oder so. Obwohl wer Rollerball nicht kennt, kennt auch Speedball nicht. Ja, so ähnlich wie so ein Battle Royale-Spiel, aber mit halt so einem Ball und auf so einer Arena und so. Gibt's übrigens bei Steam Speedball als Remastered. Habe ich nämlich auf meiner Wunschliste. Okay. Ich habe einen Amiga 500 mit dem Spiel. Plus die Disketten gehen langsam kaputt, irgendwie das Magnetfeld. Oh nein! Musst du neue bestellen, bei Amazon gibt's, glaube ich. Ja, sowohl als auch macht das ein Problem, weil ja, du kannst es ja nicht mehr irgendwie kopieren, großartig, es geht nicht mehr. Oh nein! Okay. Und der Zukunft zugewandt. 1952 in der DDR, die zu Unrecht verurteilte junge Kommunistin Antonia Berger, Alexandra Maria Lara, erreicht nach vielen Jahren in der Sowjetunion das kleine Fürstenberg. Von der sozialistischen Kreisleitung wird sie in allen Ehren empfangen. Man kümmert sich um ihre schwerkranke Tochter, gibt ihr eine schöne Wohnung und eine würdevolle Arbeit. Antonia, die dies nach vielen Jahren voller Schmerz und Einsamkeit nicht mehr für möglich gehalten hatte, schöpft neue Hoffnung. Okay. Und am Ende steht hier noch, Antonia wird Teil des Aufbruchs in eine neue und bessere Welt und wird doch stets mit einer Vergangenheit konfrontiert, die nie die ihre war. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ja, würde ich vielleicht mal gucken. So. Also nicht vollumfänglich interessant, aber doch irgendwie so ein bisschen interessant. Mit Robert Stadelberger. Stadelober? Genau. Naja, mal gucken. Vielleicht. Das ist ja viel Zeit dann immer abends. Na, ich habe ja jetzt keine Fahrzeit mehr. Ich kann ja in mein Homeoffice gehe ich ja im Haus. Da spare ich mir ein bisschen Fahrzeit. Da. Vielleicht kann ich mal was gucken. Okay, das waren die Neustarts auf Blu-ray. Das Einzige, was uns so bleibt in dieser Zeit, denn Kino ist nicht. Dann kommen wir mal zu dem News-Bereich hier. Wo haben wir das? Ach, hier. Nee, halt. Das hier. Sneak Preview. In dieser schwierigen Zeit, wo es den Kinos ja nicht so gut geht, weil sie einfach mal nicht geöffnet haben dürfen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man doch das Kino oder die Kinos unterstützen kann. Die eine Möglichkeit, die auch relativ schnell unsere Innenstadtkinos gepostet haben, ist die Plattform kinoondemand.com, also kino-on-demand.com. Ich werde es auch mit verlinken. Und da gibt es auch eine Seite von den Innenstadtkinos. Und da ist es so, das ist eine, ja, ich würde mal sagen, kostenloses Netflix, oder? Kann man so sagen? Weil man kann da so, man lockt sich dann ein, also man kann auch Sachen ausleihen für Geld. Hier zum Beispiel Traumfabrik für 4,99 oder auch manche Sachen sind, glaube ich, kostenlos verfügbar, wenn ich so richtig gesehen habe. Irgendwas war da dabei, was man so gucken konnte. Ich klicke jetzt mal was Älteres hier, La La Land. Nee, La La Land kostet auch 4,99. Also, oder war es eine Doku, die ich da geklickt hatte? Die war auf jeden Fall, stand da kein Preis da. Man kann sich dort anmelden und wenn man sich dann mit dem Kino oder für das Kino einloggt, in was man immer gerne gegangen ist, was so das Stammkino war, dann verdienen die da auch ein bisschen was dran an dieser Plattform, wenn ihr dort irgendwelche Filme schaut. Und ich glaube, den Traumfabrik, den wollte ich sowieso mal gucken. Den werde ich, glaube ich, mal hier über diese Plattform gucken. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier noch keine App dafür gibt, weil ich würde das gerne irgendwie auf dem Fire TV dann gucken, also auf dem großen Fernseher, weil momentan geht es hier nur um Browser, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kann man auf jeden Fall machen, oder? Was meint ihr? Kino unterstützen? Ja, warum nicht? Gibt es auch so Dokumentationen wie zum Beispiel Groß, hier über Toni Groß. Dann, was haben sie hier noch so für coole Sachen? Ken Loach, diverse Filme. Das Ende der Wahrheit, den fand ich auch sehr gut.
Also wer das noch nicht kennt, ist natürlich günstiger, als jetzt ins Kino zu gehen. Preislich, also die, die ich hier so gesehen habe, die neueren, die kosten irgendwie 4,99. Und das kann man machen und da sein Stammkino unterstützen. Kann man auf jeden Fall mal machen, ja. Auf jeden Fall, sollte man tun. Also immer. Vielleicht, wenn ihr jetzt zu Hause seid und diverse Filme guckt auf den anderen Plattformen, vielleicht nehmt euch vor, einmal die Woche hier mal einzugucken, da mal 5 € in den Hut zu werfen. Denn es ist ja nicht nur Kino, dass da irgendwie Filme sind, wahnsinnig viele Mitarbeiter, die da dranhängen. Und die kleinen Kinos, oder gerade auch so die ganz kleinen Kinos, die können das schwer abfedern. Gerade was jetzt keine große Kette ist, die das irgendwie so ein bisschen quersubventionieren können von woanders her. Sondern gerade auch so die kleineren Kinos, wenn ihr da irgendwas habt. Und ich denke mal, gerade so in Gegenden, wo es vielleicht ja nur so ein Kino gibt, irgendwie im ländlichen Raum, guckt doch mal, dass ihr vielleicht das Kino damit unterstützen könnt, wenn die mit in der Liste zu finden sind. Eine andere Möglichkeit, die es gibt, ist die Plattform hilfdeinemkino.de, alles zusammengeschrieben. Hier kann man so ziemlich jedes Kino in Deutschland auswählen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist so eine Karte dabei. Und ich habe dann auch natürlich, das geht so rein bis nach Liechtenstein, sehe ich hier. Ich habe dann auch gleich mal das Metropol ausgewählt, habe da drauf geklickt auf der Karte. Also man muss sich da auf der Karte einfach das Kino aussuchen, anklicken und dann geht es auch schon los. Dann kam zeigt, 7 Gätchen. Nee, bei mir kam, wie heißt die? Heike Mackert. Die bei 4 Zimmer, Küche, Bad, nee, die andere, die jüngere. Ja, und da kommt quasi Kinowerbung. Und das Kino, was ihr ausgesucht habt, bekommt Geld, wenn ihr diese Werbung schaut. Und je mehr ihr schaut, desto mehr bekommen sie. Und ich habe das dann heute mal hier auf dem Laptop eine ganze Weile laufen lassen und habe mir das mal angeguckt, ne, was da so läuft. Also es sind eigentlich mehr oder weniger so diese typischen Kinospots, so geht mal ins Kino hier und diese von dieser, ich glaube, Weiser Kommunikation ist die Firma, die das produziert hat, diese ganzen, wo irgendwelche Leute da in die Kamera sprechen und sagen, was sie so am Kino gut fanden und so. Und macht das einfach mal, liebe Hörer, also geht rein, hilfdeinemkino.de. Ich habe gesehen vom Martin das Kino, die Light Cinemas, der hat es auch gepostet auf der Facebook-Seite, also die machen auf jeden Fall auch mit, also wenn ich das hier richtig sehe, macht so ziemlich jedes Kino in Deutschland hier mit. Und dann klickt einfach mal das Kino an, was ihr mögt, wo ihr gerne hingeht und guckt einfach mal die 3-4 Trailer an und das könnt ihr am Tag ruhig 1-2 Mal durchlaufen lassen und dann verdient das Kino auch ein bisschen Geld daran. Wäre schön. Denn lasst die Kinos nicht sterben jetzt. Also mit. Nee, auf keinen Fall. Bei Netflix alleine hat man nicht dieses schöne Erlebnis, wie das, was man hat, wenn man irgendwie mal in die Star Wars Premiere geht und alle feiern dann und so. Das hat man nicht alleine zu Hause vorm Fernseher. Jo, übrigens, weil ich gerade hier bei Light Cinemas war, die hatten eine schöne Aktion, habt ihr das mitbekommen? Folgt ihr denen auf Facebook zufällig? Nee, ne? Die hatten eine schöne Aktion, die haben ja natürlich, dadurch, dass sie das Kino schließen mussten auch, haben die größere Bestände an Popcorn übrig gehabt und die haben sie verschenkt. Haben sie auf der Facebook-Seite gepostet, so, hey, wenn ihr Popcorn wollt, kommt vorbei. Natürlich Abstand halten und so weiter, ne? Und die haben das alles schon fertig verpackt in diese typischen Kinotütchen. Und haben einfach mal Popcorn verschenkt. Fand ich eine nette Sache. Ja. Gut, also das waren so die News der Woche. Also unterstützt bitte unbedingt die Kinos. Ihr könnt auch, haben einige Kinos gepostet auf Facebook, dass ihnen das helfen würde, wenn ihr zum Beispiel Gutscheine schon kauft. Ja, da kommt halt auch Geld beim Kino rein. Also wenn ihr sagt, was weiß ich, irgendjemand hat im nächsten halben Jahr vielleicht Geburtstag oder später, und ihr braucht da eh noch ein Geschenk, dann guckt einfach mal auf der Webseite von dem Kino, ob die vielleicht irgendwelche Kinogutscheine anbieten. Häufig gibt es dann irgendwie so ganz coole Geschenkboxen, wo dann irgendwie wie so eine Filmrolle ist und wo dann alles Mögliche drin ist. Dann, ja, macht das, bestellt das online, lasst euch das zuschicken. Das kommt dann eurem Kino halt auch zugute, wenn sie finanzielle Mittel zur Verfügung haben, denn bei vielen ist halt wirklich ein Cashflow-Problem dann, wenn sie plötzlich schließen mussten, so völlig unerwartet und laufende Kosten gehen halt weiter. Und ja, genug gejammert, macht das. Wir wollen nicht, dass ein einziges Kino in Deutschland zumachen muss, deswegen. Also, klotzt dran.
Wir sind hier Kinopodcast und wenn ihr das hört, habt ihr ein gewisses Interesse am Kino, also macht das. So, das war mein Aufruf. Ich habe noch eine Serie für euch. Serien. Ach, die Mehrzahl jetzt im Trailer, aber gut. Ich habe nur eine, nämlich Hunters. Wir nehmen jetzt nächste Woche wieder Fortsetzung folgt auf und das ist eine davon, die da besprochen wird. Deswegen habe ich die jetzt mal. Hatten wir das letzte Woche von Hunters? Achso, dass wir drüber gesprochen haben schon mal, meine ich. Ja, ich hatte sie, glaube ich, mal empfohlen, dass ich. Ich hatte sie damals angefangen. Irgendwas klingelt da, ja. Gehabt zu gucken und ich hatte sie. Ich habe gemeint, ich wollte das noch gucken, weil es mich interessiert, aber irgendwie sowas. Entschuldigung. Jo. Machen Sie weiter. Also, Entschuldigung. Hunters spielt so in den 70er Jahren der USA. Und wir sehen in der Pilotfolge gibt es so eine Szene, wo ein Mann, ein Familienvater entlarvt wird, dass er vielleicht doch irgendwie Verbindungen oder irgendwie ja, eine Nazi-Vergangenheit hat, sagen wir es so. Und er bringt einfach mal alle Leute um, die das irgendwie wissen könnten, seine ganze Familie, die er sich da angeheiratet hatte und riesiges Blutbad und ja, flieht dann halt und das ist so ein bisschen der Auftakt zu dem Ganzen. Und dann sehen wir, wird uns ein junger Mann vorgestellt, der mit seiner, er nennt es seine Tante, ist das glaube ich ja, mit seiner Tante, ja, mit seiner Tante zusammenlebt oder seine Oma, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, sie ist Jüdin und sie war auch im Konzentrationslager und er lebt mit ihr zusammen und eines Tages wird sie auch ermordet und er möchte sich auf die Suche machen, wer das war. Und stößt dann auf eine Gruppe, die es gibt, angeführt von Al Pacino, absolut großartig. Der spielt, wie heißt er in der Serie? Habe ich jetzt gerade vergessen. Und der spielt quasi den Leiter dieser Gruppe. Und diese Gruppe spüren Nazis auf, von denen es einige in den USA gibt. Denn wir erfahren dann halt auch so, also das, was eigentlich schon, was man ja weiß, dass damals für das Raketenprogramm wurden ja zum Beispiel auch sehr viele Nazis, die Vergangenheit wurde einfach weggetilgt und damit die halt in den USA in dem Raketenprogramm mitarbeiten, Werner von Braun zum Beispiel und diverse andere eben, aber eben auch viele, die wirklich ganz üble Sachen begangen haben in KZs und sonst was, Leute umgebracht, gefoltert, gequält, Ärzte, sonst was alles. Also wurden halt für viele wurden Tür und Tor geöffnet in den USA damals und denen wurde dann der Lebenslauf bis dahin getilgt und wurde eine neue Identität gegeben und die leben halt unter neuer Identität in den USA und manchmal werden die halt von Überlebenden irgendwie erkannt, aber sie haben auch Material bekommen, Unterlagen, die sie abarbeiten und haben da so eine Top-Liste von Leuten, die sie finden wollen und arbeiten sich dann so nach und nach daran ab. Das ist allerdings, ja, ich kann es nicht so richtig zusammenfassen, weil da passieren noch einige Dinge, die ich jetzt nicht spoilern will. Es ist jetzt nicht nur so eine reine, ja, Fall der Woche, wir jagen jetzt einen Nazi und gucken mal, wo der ist und wo der ist und wo der ist, sondern da ist noch deutlich mehr dran. Also es gibt zum Beispiel eine mysteriöse Figur, der Wolf, den sie suchen, den bis jetzt noch niemand ausfindig machen konnte. Ein ganz übler Bube, zu dem jeder von der Gruppe irgendwie eine Verbindung hat, wo jeder von denen sagt, da ist einem Angehörigen, einem Verwandten oder ihm selbst oder ihr selbst irgendwas angetan worden von dieser Person und jeder möchte diesen Wolf gerne ausfindig machen und zur Strecke bringen. Und dann gibt es noch ein paar andere Themen, die dann so passieren. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es hat mich auf jeden Fall extrem überrascht, weil es zum einen sehr, sehr brutal ist auch und zum anderen hat es ein ganz seltsames Pacing. Die Serie. Also man ist manchmal nahe dran zu sagen, boah, das ist jetzt irgendwie, geht's überhaupt nicht voran. Ich schalte jetzt hier ab, wenn jetzt nicht bald was passiert. Und irgendwie bleibt man doch dran, weil es irgendwie interessant ist, was die da so tun und machen. Und dann gibt es wiederum so Szenen, wo ich auch ein paar Mal so einen Ausschaltimpuls hatte, die einfach so grauenhaft sind, wenn die dann zeigen, was so in den KZs passiert ist, wo man ja wirklich weiß, dass es tatsächlich ja so gewesen ist. Also die, ich glaube, hier im Film haben sie wirklich nur so einen kleinen Teil davon überhaupt gezeigt, was da wirklich passiert ist. Und das ist teilweise manchmal so drastisch und furchtbar dargestellt, wo man denkt, oh nee, ich mag das eigentlich gar nicht sehen. Das nimmt mich so sehr mit. Und so hangelt man sich halt von Ausschaltimpuls zu Ausschaltimpuls und bleibt dann doch irgendwie dran.
Und ich kann nur sagen, also ich habe es dann wirklich, da geht auch jede Folge sehr, sehr lang. Das kommt auch noch mit dazu. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht im Kopf. Müsste jetzt mal suchen. Vielleicht kann ja mal die Kate mal kurz nachschauen, wie lang da jede einzelne Folge ist. Aber gefühlt war die immer sehr, sehr lang, wo man dann auch dachte, boah, das war jetzt ein Brett. Und dann waren wieder so viele Dinger drin, wo man dachte, oh, das hat mich jetzt so mitgenommen. Und es ist aber so, es wird einfach so großartig, wie dann so die Fäden so zusammenlaufen und wie dann alles nach und nach so Sinn ergibt und auch was sie so tun und wer da mit wem und wenn sich so die Bilder dann so langsam vervollständigen und es ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Also es ist eine verdammt gute Serie, wenn man über diese Ausschaltimpulse hinwegkommt. Also ich habe da wirklich, war mehrfach dran. Ich dachte auch, ich gucke für Fortsetzung Folge, ich gucke mal so die erste Folge und die hat mich schon so, oh, ich dachte, oh nee, das ist jetzt irgendwie nicht so. Und dann habe ich ja doch mal noch die zweite und noch mal die dritte und so. Weil das Eigentliche, was die Serie erzählen will, kommt erst relativ spät eigentlich. Ich glaube, erst so in der Mitte der ersten Staffel wird einem überhaupt klar, ah, okay, dahin soll die Reise gehen. Am Anfang denkt man sich, oh, was soll das alles? Ja, es zeigt einem grauenhafte Bilder und es passieren komische Dinge, die man nicht zuordnen kann. Und gerade bei so Serien ist es ja häufig so, wenn die nicht am Anfang gleich richtig krachen, wo man sagt, okay, das interessiert mich, da bleibe ich dran, dann bleibt man halt relativ schnell, gibt man dann auf oder geht es mir zumindest so, weil es einfach zu viele Angebote gibt. Hat sie mal geguckt? Kate? Was? Ob ich was geguckt habe? Nein, Kate? Ich habe es noch nicht geguckt. Nee, die Kate. Ob die Kate mal geguckt hat? Kate hat gerade Hardware-Probleme. Ach so, okay. ja, nee, also wahnsinnig. Also auch Al Pacino so großartig gespielt, auch der Junge, auch die Nebendarsteller, die man auch aus diversen anderen Filmen kennt, wirklich sehr, sehr gut. Okay, wir probieren jetzt mal ganz kurz die Hardware-Probleme von Kate ein wenig zu überbrücken. Ich hoffe nicht, dass du dich doppelt hörst, Achtung. Kate ist mich jetzt zu mir gekommen. Ihr PC ist einfach ausgegangen während der Aufnahme. So ein Ladekabel hat schon Sinn. Gut, also ich habe Hunters empfohlen. Ich weiß es nicht ganz so genau. Ich höre mich übrigens doppelt. Das war das Problem, was ich gedacht habe, ja. Dann hören mich auch die anderen alle doppelt. So besser? Ich weiß nicht, Test. Du musst das sagen. Ich höre mich immer noch doppelt. Aber okay, damit müssen jetzt die Zuhörer in den letzten Minuten jetzt einfach leben. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, ich gebe doch mal 8,5 von 10 bei Hunters. Ich habe übrigens nachgeschaut, die erste Folge geht 1,5 Stunden. Ah, siehste. Und jede weitere Folge geht dann so 1 Stunde, 5 Minuten ungefähr. Ja, das ist schon echt krass, ey. Das kommt einem lang. Es kommt einem auch sehr lange vor, das ist das Problem, weil in manchen Folgen geht es überhaupt nicht voran und dann geht es wieder sehr, sehr schnell voran und sehr gut voran und viele Folgen haben dann wirklich auch so einen Cliffhanger, wo du denkst, wow, wow, und dann will man eigentlich weitergucken und weiß dann aber, dass dann wieder so ein Riesenbrett kommt. Also, wie gesagt, man muss da schon ein bisschen was mitbringen, um dann zu sagen, okay, ich gucke die Serie zu Ende. Ich habe wirklich die erste Staffel komplett durchgeguckt, na jetzt immer abends jeweils eine Folge und sehr empfehlenswert. Hunters. Okay. Sehr drastisch, aber empfehlenswert. Auf Amazon Prime könnt ihr die gucken. Und ansonsten, ach so, ja, Musiktipps haben wir ja heute auch noch. Da habe ich jetzt gerade mal noch gar nichts, aber da finde ich... Bin ich der Einzige, der sich mit den Musiktipps vorbereitet hat? Nein, ich schreibe es gerade auf. Ich hatte so viele andere Sachen. Wie viele Filme hattest du denn heute vorgestellt im Vergleich zu uns anderen? Macht nichts, ich habe mich trotzdem ausreichend auf diese Sendung vorbereitet, lieber Erik. Okay. So, naja, dann stell mal deins erstmal vor. Chris, stell mal deins vor. Ja, ich habe von Metallica Master of Puppets. Irgendeine besondere Bewandtnis? Das ist ganz am Anfang. Ist das bei Zombieland 2 kommt der. Ja. Habe ich auch noch im Ohr, dass das da kam. Kate, ja. Was hast du so? Ich muss mir mal. Kate überlegt noch. Ich hatte eigentlich was, aber dann wurde mir gerade gesagt, dass du das letzte Woche genommen hast. What? Ich? Ja, das mit dem Atomschutzbunker. Was? Okay. Jetzt überlege ich gerade. Mach mal du, Erik. Ich habe noch nichts. Ich bin noch am Suchen. Das ist auch noch am Gucken.
Ich nehme. Ihr seid so peinlich, alle beide. Das Problem ist, ich höre immer die gleichen Künstler. Ich nehme jetzt von Project Pitchfork Rain. So. Die wollte ich eigentlich auf dem Konzert sehen. Das eigentliche Konzert war am 6. März. Das haben sie verschoben wegen Krankheit. Und jetzt ist das nächste eigentlich geplant gewesen für den Mai im Witzemann hier in Stuttgart. Und es wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Bin ich sehr traurig. Abwarten. Abwarten. So, jetzt. Katie, jetzt musst du aber. Also ich habe mir jetzt erstmal mal kurz was aus den Fingern gesogen. Ich auch. Es gab eine ganze Zeit lang, da habe ich keinen Linkin Park hören können. Das ist jetzt vorbei. Ich höre jetzt wieder Linkin Park, ohne traurig zu werden. Neue Songs. Und deswegen nehme ich heute Linkin Park und den Song Numb. Okay. Den mit Jay-Z? Nee, ohne. Oh. Nicht Numb Encore, Numb. Numb. Oh, der ist viel besser. Ja, der Encore ist auch gut, aber wir sind jetzt beim Klassischen. Der war nämlich im Trailer von Miami Vice, von dem Film drin. Das war so cool. Und den habe ich als Klingelton. So. Jawohl. Hier. Jawohl. So, Numb, okay, ist drauf. Liebe Hörer, ihr habt ja jetzt viel Zeit zum Musik hören in der Quarantänezeit oder in der Homeoffice-Zeit. Dann abonniert mal unsere Playlist auf Spotify, Kinocast Songs heißt die. Okay, dann sind wir soweit durch für diese Sendung heute. Und habe ich irgendwas vergessen? Nö, eigentlich haben wir alles, ja. Dann wünsche ich euch beiden und den geschätzten Hörern natürlich, bleibt alle gesund. Hört auf das, was da gesagt wird hier, von wegen Abstand halten, feiert da keine Corona-Partys, bleibt zu Hause einfach, guckt Netflix oder Blu-rays oder was auch immer. Und Toilettenpapier habt ihr auch genug, also ihr braucht nicht einkaufen gehen. Hoffentlich. Dann hören wir uns gesund nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.